Auf, ihr Krieger, nie verzagt! Oh, wen haben wir denn hier? Verzeiht ihr, habt nicht zufällig etwas guten Schnaps aus meiner Heimat? Das Gesamphir taugt nichts. Denkt ihr nicht, dass ihr genug habt? Mehr Schnaps aus meiner Heimat. Okay. Also der da ist unbelehrbar, der Zwerg. Gibt uns aber eine Quest. Zwergendienste. Ja. Conwick, ein Zwerg in den südlichen Windfallbergen, sucht nach seinen Augengläsern. Wie auch immer wir das jetzt schon wissen können. Besorgt Zwergenschnaps für Hinrik. Hinrik aus Graufurt will Schnaps aus seiner Heimat, sucht eine entsprechende Flasche Branntwein und bringt sie ihm. So, jetzt können wir hier oben lang gehen. Hier ist noch ein Typ namens Seno, der Zahnbrecher. Hier ist der Leonida-Ritter. Das heißt, wir gehen zum Zahnbrecher, gehen dann hier oben noch rum. Weil da ist noch eine Händlerin. Ein Kunde, willkommen! Sperrt euren Mund auf und zeigt mir euer Gebiss! Da liegt doch sicher einiges im Magen! Spürt ihr nicht dieses Zehen? Bei mir gibt es nichts zu holen. Meine Zähne sind in Ordnung, danke. Ich steche auch den Star. Euer Blick sieht mir ein wenig trübe aus. Nein, nochmals danke. Nun ja, früher oder später werdet ihr schon noch angekrochen kommen. Wartet nicht, bis es zu spät ist. Sonst ist es am Ende euer Tod. Ich bin schon so oft gestorben. Wie meint ihr? Ah, wartet. Ihr seid ein Runenkrieger, nicht wahr? Ihr könntet mir vielleicht einen Gefallen tun. Als ich das letzte Mal in Lianon war, stahl mir eine Bande Goblins einen Satz meiner teuersten Zangen und Pinzetten. Falls ihr sie finden solltet. Ich finde die Vorstellung von Goblins, die sich gegenseitig ihre Zähne ausreißen, durchaus interessant. Aber ich werde meine Augen offen halten. Ja, das finde ich immer wieder lustig. Wer mag's nicht, wenn sich Goblins gegenseitig die Zähne ausreißen? So, den unteren Rundgang haben wir. Und ja, meistens, wenn man Leute mit Namen sieht, kann man davon ausgehen, dass sie entweder einfach nur da sind, um einen Spieler zu irritieren, oder noch für irgendwas gut sein könnten. Später. Also so wie Adira zum Beispiel oder Sandor hier. So, sie hat... Ja, sie hat eine kleine Auswahl an gemischten Zaubern auf niedrigerer Stufe als unser Superlehrer da unten. Könnten wir uns auch merken. Ja, und hier sind einige Bürger von Graufurt unterwegs. Gut. Das heißt, wir haben Graufurt abgeklappert. Und können jetzt mit unserer Keule und unserem Bogen ins nächste Gebiet. Lianon ist Kriegsgebiet. Kein Durchgang ohne Passierschein. Ja, ich habe ein Schreiben des Ordens. Zeigt her. In Ordnung. Der Orden ist im Land der Leonida immer gern gesehen. Öffne das Tor! Ja, für uns geht das Tor auf. Und wir haben Zugang zum Lianon-Portal. Und haben Erfahrungspunkte erhalten. Sehr schön. Und ja, wenn wir jetzt das Gebiet hier verlassen,
ist unsere ganze Siedlung und unsere Armee weg. Deswegen werden wir gefragt, möchten Sie dieses Portal betreten? Ja, möchte ich. So, willkommen in Lianun. Durchquert das Portal nach Lianun und sucht Darius. Vorsicht, Gegner! So, jetzt dürfen wir uns durch ein paar Gegner kloppen. Runenkrieger, zu mir! In manchen Fällen ist die Zoom-Stufe gar nicht mal so schlecht, da sieht man wenigstens das Zeug besser. Und ja, eigentlich geht das Dorf hier von der Zoom-Stufe. Wir werden angegriffen! So, das hier ist jetzt unsere erste reine Rollenspiel-Map. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir werden hier außer einem Heldenmonument keine anderen Monumente finden. Runenkrieger, zu mir! Das Einzige, was wir finden werden, sind Gegner. Wie hier, kleine Banditenlager. Standhalten, Männer! So, der Goblin hat was. Wir werden angegriffen! Noch ein Zauber. Wir hier reingucken. Schild der Runen, beliebige Markierart und Birkenstab. Ja, Leonida-Wächter, hauptsächlich Bauernwächter. Die Linien müssen halten! So, den Bollenmacher ausgeschalten. Gegner respawnen übrigens nicht. Das heißt, wenn wir die Karte einmal geklärt haben. Goblin Schwertkämpfer. Wie nett. Das ist ein Hinterhalt! Ja, den ersten haben wir. Oh, du bist Boss. Runenkrieger, zu mir! Ja, kleiner rostiger Schlüssel. Okay. Also das war ein stärkerer Gegner, der war auf meinem Level. Der hätte uns fast sogar umgebracht, wenn wir nicht aufgepasst hätten. Oh, und wir haben einen wattierten Rock gekriegt. Den können wir ihm anziehen. Geben ihm einfach noch so ein Ding in die andere Hand, dass er wenigstens zwei Waffen hat. Also ja, für den Boss hätten wir uns eigentlich unseren Hero noch rufen sollen. Aber ja. Ist okay so. So, da ist Darius. Sagen wir mal hallo. Was führt euch zu mir, Runenknecht? Der Orden des Erwachens schickt mich. Seid ihr der, den man Darius nennt? Der bin ich. Doch ihr vergeudet eure Zeit. Ich bin an den Ränkespielen von euch und euresgleichen nicht interessiert. Ich bin auf der Suche nach Rowan. Er befindet sich in großer Gefahr. Gefahr? Welche Gefahr sollte einem Magier des Zirkels wohl drohen? Nun,
Es scheint leider so, als wäre er nicht der einzige Zirkelmagier, der den Konvokationskrieg überlebt hat. Rohn läuft geradewegs in eine Falle. Sprecht ihr die Wahrheit, Runenknecht? Ein zweiter Magier? Wenn dem so ist, dürft ihr keine Zeit verlieren. Rohan ist schon lange weitergereist, zum Wildlandpass. Sprecht mit Selin Fell, Kommandantin der Wachen. Ihr werdet ihre Erlaubnis brauchen, wenn ihr die Torfeste nach Eloni durchqueren wollt. Das ist momentan der einzige Weg, der zum Pass führt. Ja, was ist in Lianon geschehen? Brannigans Handlanger schleichen schon geraume Zeit hier herum. Doch seit dem letzten Mond rücken sie uns plötzlich offen zu Leibe. Den Westen unseres Landes halten sie bereits fest in ihrem Griff. Nie konnten sie so weit vordringen wie jetzt, aber sie waren auch noch nie so gut organisiert und gerüstet wie heute. Man muss kein Gelehrter sein, um zu sehen, dass sich hier irgendein finsterer Plan entfaltet. Aber noch weiß keiner, worauf dieser Plan abzielt und wer außer Brannigan noch dahinter steckt. Ja, ihr kennt Rohn wohl recht gut. Nun, ich kenne ihn sicherlich besser als die meisten dieser nichtsnutzigen Ordensleute, für die ihr euch verdingt. Er hat mich oft auf seinen Reisen besucht und mir über ferne Länder berichtet. Und doch blieb er allzeit rätselhaft für mich. Die Schuld der Konvokation lastet immer noch schwer auf ihm. So viel kann ich sagen. Doch wer wollte über ihn richten? Ohne ihn wären wir längst verloren in dieser geborstenen Welt. Ja. Zahnbrechers Zangen. Der Zahnbrecher von Kaufer vermisst sein Werkzeug. Findet den räuberischen Goblin und erbeutet die Zangen. Sehen und dem Zahnbrecher von Kaufurt wurden auf seiner letzten Reise nach Lianon seine Zangen und Prinzetten von einem Goblin geraubt. Findet den Goblin und nimmt die medizinischen Instrumente ab. Ja, Darius, der Kartograf, haben wir abgeschlossen und haben jetzt den Weg nach Eloni. Der einzige Weg ins Wildland führt durch Eloni, das Land der Elfen. Um zum Portal nach Eloni zu gelangen, ist allerdings die Hilfe von Selin Fell, der Kommandantin der Wachen, nötig. Sprecht mit Selin Fell über den Weg nach Eloni. Selin Fell ist die Kommandantin der Wachen und kann ihre Auskünfte über den Weg nach Eloni geben. Sie ist nordwestlich des Dorfes nahe eines Seelenfelsens zu finden. Ja, aber hören wir uns erstmal im Dorf noch um. Ah, ein neues Gesicht. Willkommen in Lianon, dem verdammt besten Fleckchen nördlich der Windwallberge, wenn ihr mich fragt. Ihr seid hier der Stadtvorsteher? Was, ich? Oh nein, behüte, ich bin nur der Schankwirt hier. Bart Boggelsen mein Name. Biete übrigens hin und wieder auch ein paar Waren feil. Wenn ihr etwas braucht, sprecht einfach mit Will, meinem Sohn. Mhm. Kennt ihr Darius? Natürlich. Merkwürdiger Zeitgenosse, wenn ihr mich fragt. Vergräbt sich Tag und Nacht in seinen törichten Büchern, als ob es nichts Wichtigeres im Leben gäbe. Was? Er scheint in dieser Gegend recht bekannt zu sein. Für wahr, hat einen Haufen Bekannte und Freunde überall in Nortanda. Kennt sogar Rohn, den Zirkelmagier, wisst ihr? Man erzählt sich, er schreibt ein Buch über uns. Ein Buch? Ja, genau, ein Buch. Oder ein Atlas oder dergleichen. Über die Inseln, die neuen Reiche und das alles. Mhm. Es gibt da draußen vor der Stadt diesen Händler, Orta, den wir noch nicht kennengelernt haben, aber trotzdem haben wir das, den Dialog. Wir können aber nach einem Heiler fragen. Gibt es einen Heiler hier? Heiler? Ja, Shan Muir ist eine Heilerin der Weißen Schule. Wenn ihr Heilung braucht, wendet euch an sie. Gut, und was ist mit Orta? Es gibt draußen vor der Stadt diesen Händler, Orta. Orta Gelbhardt? Allerdings. Ist ein alter Soldat aus dem Konvokationskrieg, hat sich hier niedergelassen und handelt mit allerlei Kram. Er hat wohl auch einiges an Zeug aus dem Krieg. Alter Plunder, wenn ihr mich fragt. Wir sind doch froh, dass wir das hinter uns haben, was? Ja. Gut, wir sollen seinen Sohn fragen, wenn wir den sehen würden. Ah, Will, da. Also Shan Muir ist eine Heilerin. Dann haben wir noch hier Sunder Schwarzhand, mit dem wir reden können.
Haben da einen Brückenwächter, da noch einen Wächter. Also ja, wir machen erstmal das Dorf. Gucken wir mal, was er hat für uns. Wattierter Waffenrock, eine schlichte Obsidianmaske. Ein Ring, der nur Rüstungsklasse bringt. Lemurenauge. Was sehen wir mit den armen Lemuren hier haben? Gut, Shanmuya. Willkommen, Fremder. Ich bin Shanmuya, die Heilerin. Ich benötige Heilung. Eure Wunden sollen geheilt werden und Krankheit und Gift gebannt. Ja, sie spricht jetzt einmal einen Zauber auf uns. Oder Allgemeinzauber. Wie nett von ihr.